Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Video. Ja, ich hatte das Video schon mal gemacht und muss es jetzt nochmal machen, weil meine SD-Karte einen Defekt hatte. Das und noch ein paar andere Videos muss ich neu machen. Also nicht wundern, dass die ausgepackten Sachen schon ausgepackt sind. Ja, und zwar geht es um, wie ihr in der Beschreibung schon gesehen habt, um die Mauspads bzw. Tischunterlagen. Ein Vorwort noch, ich wollte eigentlich in dieses Video, ins Vorstellungsvideo auch das machen, wie man das Mauspad erstellt. Wir haben es ja im Stream schon gemacht, das werde ich wahrscheinlich nochmal ausschneiden und zu YouTube schicken, aber ich habe da auch ein paar Fragen beantwortet und wir sind ein bisschen abgeschweift und deswegen habe ich da nochmal ein separates Video gemacht über die Erstellung, was dann entweder vor diesem oder nach diesem Video online geht. Das weiß ich noch nicht genau, wie ich es planen werde. Weil man kann einfach unfassbar viel machen. Ich werde euch mal nach unten richten. Ich habe mir die Webseite aufgerufen, um ein bisschen was zum Material zu sagen, dass ich da nichts vergesse. So, wie ihr seht, ich habe eine große Tischunterlage. Die ist für meinen Unboxing-Tisch etwas zu groß. Die war eigentlich gedacht für meinen PC-Tisch. Ihr seht hier, guckt so ein bisschen rüber, sieht man ja, also von hier bis hier ist, und hinten hängt so ein bisschen runter. Die ist eigentlich für meinen PC-Tisch gedacht. Ich finde die aber so cool. Ich glaube, ich werde mir die nochmal machen lassen für einen PC. Also ich weiß nicht, was das kostet, werde ich mir dann ausmessen. Ich muss ihn also für den Tisch hier ausmessen. Und dann bin ich auch so bei 91 Euro oder sowas in dem Dreh wahrscheinlich mit bei oder so. Und dann werde ich die so, wie sie ist, für den Unboxing-Tisch wahrscheinlich machen. Bin ich sehr stark am Überlegen, weil es eigentlich richtig, richtig cool rüberkommt. So, nichtsdestotrotz. Das ist das Mauspad bzw. Tischunterlage. Also ich habe es für ein Mauspad gemacht, was wir uns im Stream erstellt haben. Ich werde es nachher auch komplett hochkant zeigen. Es geht jetzt einfach erstmal nur darum, dass ihr es so ein bisschen seht. Das ist ein Hintergrundbild, was ich gemacht genommen habe. Und ich habe unten mein Gamer-Name runtergeschrieben. Odin_Ase, was auch mein PSN-Name ist. Ich habe mir extra die Webseite aufgerufen, dass ich hier nichts Falsches sage. Weil mein Gedächtnis, ihr wisst, das ist nicht so toll. Und zwar, das Material ist 2 mm dick. Ist komplett recycelbar. Und das ist Vinylmaterial ist das. Was halt pflegeleicht, also kann man nur mit Wasser abwischen und was auch kratzfest ist. Was ich nur bestätigen kann, weil wie gesagt, ich habe die ja schon jetzt hier unten drunter und ich habe schon ein paar Videos gemacht und hier ist kein Kratzer, kein gar nichts. Also ist wirklich super Qualität. Im Video, ich habe alle meine gerade erstellt, also mit einer geraden Kante. Im Video, was nach diesem Video online kommt, zeige ich euch, wie ihr das komplett ein eigenes Mauspad erstellen könnt, wie einfach das ist und wie viele Möglichkeiten euch das Pad eigentlich zur Verfügung stellt. Also ihr könnt ein eigenes Bild nehmen, ihr könnt Bilder nehmen, die vorgefertigt sind, die da sind. Ihr könnt einen Namen reinschreiben, ihr könnt einen Spruch raufschreiben. Ihr habt etliche, wirklich etliche verschiedene Schriftformen. Also verschnörkelt, doppelt und dreifach verschnörkelt, geradlinig, kursiv, fett und ganz viele Schriftformen, Mensch, Fonts zur Auswahl. Ihr könnt auch zusätzlich noch kleine Bilder reinmachen, ihr könnt nur eine Farbe machen, ihr könnt Beton machen, ihr könnt Leder machen, also dass es denn in der Lederoptik ist, da gibt es so unfassbar viel. Ihr könnt auch Fotos nehmen. Wenn ihr mehr personalisiert haben wollt, zum Beispiel setzt ihr einzelne Fotos dahin, wo ihr sie hinhaben wollt, oder eine Collage, wo die Fotos sich überlappen. Ihr könnt die Ebenen dann bearbeiten, welches Foto von welchen überlappt werden soll. Könnt dann vielleicht noch was dazu schreiben, Geburt, erster Geburtstag, und wenn man so Familie machen möchte oder so zum Beispiel. Oder Urlaub da und da, Urlaub da und da, und dann könnt ihr die Fotos so hinpacken, könnt dann halt was drunter schreiben, könnt die Schrift auswählen und wie groß die sein soll. Da seid ihr, habt ihr so viele individuelle Möglichkeiten. Oder einfach nur ein schönes Bild und mit einem personalisierten Namen zum Beispiel.
Oder wenn ihr ein personalisiertes groß haben wollt und dann halt vielleicht noch die Kanal-Icons links und rechts haben wollt oder so. Oder ringsherum. Da könnt ihr so viel machen. Also da. Aber wie gesagt, 2 mm dick. Ja, hier unten ist Anti-Rutsch. Die Kante bei mir ist gerade. Ihr könnt die aber komplett so gestalten, wie ihr wollt. Also ihr könnt die halbrund machen. Und nicht nur halbrund, dass man sagt, ja, hier ist so eine kleine Rundung drin. Wenn ihr zum Beispiel einen Tisch habt, wo wie jetzt hier bei meinem Logo so eine mega Rundung drin ist, dann könnt ihr das mit einem Maßband ausmessen, wie die Rundung ist. Und das auf der Webseite, da habt ihr dann auch Angaben oben und an der Seite, damit ihr dann auch das richtig seht, ob es so richtig ist. Und dann könnt ihr die Halbrundung, könnt ihr von leicht bis größer oder so, ja, so eine richtig fette Halbrundung machen. Da ist zum Beispiel so ein Bild abgebildet auf der Website mit dem Pokertisch. Müsst ihr euch mal angucken. Richtig cool gemacht. So, da haben wir einmal das. Dann habe ich noch eine Nummer größer. Das eigentlich abgestellt werden sollte. Weil meine Frau auf die große Größe hat mich meine Frau gebracht. Hat meine Frau gesagt, mach doch die große Größe. So. Ach nee, das ist das Muster. Das ist das Muster, was sie mir schicken wollten, mit Rau. Ah, okay. Das ist ein Muster. Gut. So, hier seht ihr das zum Beispiel, dass das halt ein Stück. Warte mal, ich mach mal das. So. Das ist halt jetzt ein Stück größer. Seht ihr hier? Bis hier ist meine und das andere ist bis hier. Ihr seid da nämlich komplett von der Größe nicht von irgendeinem Hersteller angewiesen, dass der sagt, der darf ist 80 lang und 40 tief oder das ist 90 und 30 tief. Das ist komplett scheißegal, auf ihr Deutsche sagt. Das ist eure eigene Entscheidung, wie ihr das macht. Ob ihr das 148 cm lang macht und 20 tief oder 60 tief oder 40 tief, also breit. Oder ob er nur 80 lang macht und 30 tief oder 45 oder 47 cm. Das ist komplett euch überlassen. Das könnt ihr so gestalten, wie ihr wollt. Es gibt halt zwei Möglichkeiten. Ihr könnt es glatt machen oder ihr könnt es strukturiert machen. Das werde ich euch gleich zeigen. Dafür werde ich mich mal die Kamera mal aufrichten, damit ich euch das vielleicht ein bisschen besser zeigen kann, weil dann kann ich das auch ein bisschen besser sehen. Ich zeige euch erstmal meins, was ich mir erstellt habe. Und zwar ist das, was wir im Stream erstellt haben. Ja? Ich werde es euch gleich von nahen zeigen. Das ist sehr dunkel. Ich mag es halt dunkel. Ja? Da ist Waldknut drauf. Das habe ich auch im Nacken tätowiert. Ja, mit so Sternbildern und also Sternen und dann so. Ja? Kann man kaum erkennen, das ist ganz gut so. Und unten drunter steht mein Gamer-Name. Ich werde mal gucken, dass ich das. So, genau, so seht ihr das. Odin Ase. Und das ist jetzt. Ich werde das mal kurzzeitig zusammenrollen, dass ich euch das besser zeigen kann. Also für Gamer steht auch auf der Webseite, wird glatt empfohlen. Hier seht ihr das zum Beispiel. Ich mache mal mein Gesicht weg. Das ist glatt. Seht ihr das? Ja. Hier seht ihr nochmal die Dicke. 2 mm sind die. Und ich werde mal das da drüber rollen, damit ihr den Unterschied dann seht. Weil so einzeln zeigen ist gut, aber ich denke mal, so seht ihr den Unterschied viel, viel besser, wenn ich die jetzt so nebeneinander habe. Also das ist mit einer etwas. Ich hoffe, die Kamera. Jetzt fokussiert sie so halbwegs. So. Das ist etwas rau, nicht so also ein bisschen, also und das ist glatt. Also für Gamer ist glatt besser. Wenn ihr rau haben wollt, ihr könnt es auch mit so mit ein bisschen rau, ne, rau klingt doof, also mit ein bisschen Struktur nehmen. Ich hoffe, die Kamera fängt es. Ich sehe halt nur auf dem kleinen Bildschirm. Fängt es gut auf für euch? Ja. Und jetzt zeige ich euch mal.
Das Große. Ich muss halt erstmal alles wegpacken. Ich muss dann nachher mal meinen Tisch ausmessen und das werde ich mir auch noch gönnen. Wie gesagt, ihr seid nicht wundern, ihr seid nicht auf irgendeinen Hersteller angewiesen, sondern nur auf eure, oh Gott, Kreativität. Ich muss mal das Mikrofon hier rüber machen. So, nur auf eure, ach, nicht Mikrofon, Kreativität. Warte mal, ich muss doch noch ein Stück zurück, das ist zu groß. So, auf eure Kreativität seid ihr nur angewiesen und euer Maßband. Ich krieg's gar nicht richtig drauf. Ich muss mal vielleicht hier so ein bisschen um die Ecke gehen. So. Ja, so könnt ihr ein bisschen sehen. Es sieht so unfassbar geil aus. Es sieht so unfassbar geil aus. Wir können das auch, ich kann euch auch, ich habe die Maße gar nicht im Kopf. Wir können das auch gleich nochmal komplett nachmessen. Ich hole mal schnell mein Maßband. Moment. Ich habe das nämlich nicht mehr im Kopf. Oh, mein Stuhl ist locker. Was ich da genommen hatte. Ich richte euch mal nach unten, damit ihr seht, dass ich messe. So, wir müssen jetzt erstmal das ein Stück hoch machen. So. Und ihr seht, also da wackelt eher der Tisch als das Mauspad oder die, beziehungsweise sagt die Tischunterlage. Die ist wirklich stabil drauf. So. Jetzt messen wir mal nach. Mist, ich bin abgerutscht. Ja, mein PC-Tisch ist halt ein bisschen was größer. Deswegen, der ist ja auch selber zusammengestellt. Also, aber dass ihr das mal wirklich seht, das ist hier nicht Fotomontage oder so, das ist wirklich so groß. So, das ist exakt 149 cm lang. 149 Zentimeter. Jetzt werden wir noch eine Breite messen. Da könnt ihr das nämlich sehen, das ist wirklich unfassbar. Und ich find die Qualität mega geil und vor allen Dingen, dass man sich selber personalisieren kann und nicht angewiesen ist, wenn das jetzt noch beleuchtet wäre am Rand, das wäre der Knaller. So, und das sind 79 Zentimeter in der Höhe. So, jetzt fragt ihr euch, da fehlt ja überall ein Zentimeter. Also für die aufgepasst haben und damals auch das Video gesehen haben, wie groß mein PC-Tisch ist. Ja, das habe ich mit Absicht gemacht. Ein Zentimeter überall gespart, also in der Tiefe und in der Länge, weil ich am Tisch ja was montiert habe und so. Da geht ein Zentimeter vom Tisch verloren an der Seite. Und unten habe ich einen Zentimeter weggemacht, auch weil hinten was befestigt ist. Aber das ist nicht so schlimm. Das ist eher, ich möchte unten gerne eine Kante haben. Beziehungsweise ich kann mir aussuchen, ob ich es komplett nach unten schiebe, weil hinten soweit sieht man nicht am Tisch wegen dem Monitor. Ich zeige euch das gleich. Ich muss nur das Maßband aufrollen. Ich kann das nicht leiden, wenn es dann halt rumliegt.
und dann so zerknüllt ist. So. Ich richte euch nochmal nach unten. So. Also, ich könnte dann praktisch so machen, dass es halt 1 Zentimeter vom Tisch weg ist, dass ich hier so eine kleine Kante habe und dass man die Maserung vom Tisch noch sieht, wegen den anderen Schränken. Die sind alle Nussbaum bei mir im Wohnzimmer. Oder ich könnte es halt komplett runter machen. Aber ich fand es halt jetzt die Mitte halt ganz gut, dass man dann halt wenigstens noch ein bisschen Kante sieht. Ja, und dass man sieht, schön Nussbaum und dann schönes Bild. Das ist aber jedem selbst überlassen, wie er das gerne haben möchte. Ich finde es jedenfalls richtig cool. Und ich werde es bestimmt nochmal holen. Ach, jetzt habe ich meine Fernbedienung hier drunter. Qualität, wirklich, kann ich nicht meckern. Ich richte euch nur. Ach Mensch, warum reiche ich euch hoch, wenn ich euch nach unten richten will? Richte ich euch nochmal runter. Wirklich erstklassige Qualität. Ihr seid halt nur begrenzt in der Qualität des Bildes. Mein Bild hier, das habe ich in der PSD-Datei vorliegend. Das hat mir ja der Grafiker damals gemacht. Und deswegen konnte ich das halt durch die PSD-Datei und weil es ja, Photoshop und so, da habe ich es dann in 8K hochgemacht, um es halt in die Größe auch machen zu können. 4K reicht dann für den Tisch, würde dann zum Beispiel eine 4K-Größe ausreichen. Habe ich auch schon fertig gemacht alles. Und jetzt sieht das hier richtig, richtig schön aus. Finde ich. Ihr könnt ja gerne mal sagen in den Kommentaren, was euch besser gefällt, wenn ich das jetzt habe, weil ich dachte, das ist ganz cool mit dem Logo und so, wenn ich euch jetzt was zeige für das Unboxing und so, dass es dann so ist. Oder, was meine Frau mir nämlich auch schon gesagt hat, wenn man dann hellere Sachen zeigt oder so, geht es ja teilweise ein bisschen unter. Warum ich nicht einfach, so wie mein Coil Master, was ich vorher hatte, einfach nur das nehme, weil geht ja halt, ich zoome ja dann oft dran, dass ich das dann halt hier auf dieser etwas dunkleren Matte zeige. So, und dann hier. Da würde ich gerne ein Feedback von euch haben wollen, wie euch das besser gefällt. Würde ich jetzt mal so sagen. So. Das soll jetzt erstmal zu dem Mauspad gewesen sein, also beziehungsweise Tischunterlage. Auf der Webseite findet ihr auch Bilder von vorgefertigten, die ihr so kaufen könnt. Ihr könnt auch ein Muster bestellen für 99 Cent. Da erkläre ich alles im Video, was hier nachkommt. Da seid ihr komplett auf euch gestellt. Da könnt ihr ein Muster bestellen, erstmal angucken, wie die Qualität ist. Ich kann zur Qualität nichts Negatives sagen. Wirklich gar nichts. Wirklich erste Sahne. Ich habe mit Absicht halt die glatten bestellt. Weil so, egal wo ich hier mache, überall mit meiner Maus kann ich vernünftig machen. Und mir fällt es halt so am besten. Ihr könnt natürlich auch die strukturierte Oberfläche nehmen. Das ist ja jedem selber überlassen. Ich habe, wie gesagt, ich habe auch eine gerade Kante. Ihr könnt auch halbrund machen oder ihr könnt auch runde Mauspads machen. Ihr müsst dann halt die Kante so anpassen, damit es dann auf die Größe, dass es ein rundet ergibt. Könnt ihr auch machen. Wenn ihr lieber ein rundet Mauspad wollt oder so, da überhaupt kein Problem, könnt ihr machen. Müsst ihr einfach nur die Kante anpassen. Die Zentimeter bei der Größe. Also ihr gebt die Größe von eurem Mauspad an, wie groß es sein soll. Und dann passt ihr die Kante an und so, dass es dann halt ein Rundet ergibt. Guckt, ob es dann so für euch passt. Wenn nicht, müsst ihr die Größe nochmal ein bisschen anpassen. Für Gamer, wie gesagt, empfiehlt selbst die Webseite, also die Firma empfiehlt selbst für Gamer halt eine glatte Oberfläche, ist klar. Aber so. Echt super Qualität. Super Qualität. Das Erstellen, schade ist, das Einzige, was ich zu bemängeln habe, aber das meckern auf sehr hohem Niveau. Die haben so viel Zeug, aber keine toten Köpfe. Also nicht, dass sie dann über die ganze Fläche so eine Art, so wie ich bei WhatsApp oder so habe als Hintergrundbild, also so mit ganz vielen toten Köpfen. Ja, soweit haben sie leider nicht. Finde ich ein bisschen schade, aber. Dafür
unfassbar viel Natur und Materialien. Wie gesagt, ihr könntet machen, dass der Tisch denn in Lederoptik ist. Selbst die Farbe vom Leder haben sie. Und grob gekörntet Leder, kleine gekörnt, also mit diesen großen oder ganz feinen Leder oder Beton oder Holzarten. Und dann, das sieht aus wie Holzlatten so lang oder so lang. Ihr könnt das Bild ja auch drehen. Da seid ihr komplett auf euch gestellt. Es ist einfach unfassbar, was da alles drin ist. Wie gesagt, ihr könntet auch selber personalisieren. Ja, das soll es eigentlich soweit dazu jetzt erstmal gewesen sein. Ich werde, wenn ich das verbaut habe am PC-Tisch und so, oder falls ich es hier lasse, ich weiß es noch nicht, werde ich nochmal ein Video machen. Ich denke, ich werde es am PC-Tisch machen. Das sieht so geil aus. Aber erst, wenn ich das dann für die Größe hier habe. Mal gucken. Werde ich wahrscheinlich nochmal ein Video machen. Ich werde auch nochmal später ein Video machen, wie es sich denn nach einer Weile geschlagen hat. Als Mauspad, als Tischunterlage. Weil, wie gesagt, ich habe es jetzt eine knappe Woche auf dem Tisch. Habe auch ein paar Unboxings gemacht und ein paar Videos gemacht, alle drum und dran. Auch mit dem. Ja, mit dem Staubsauger, das war noch mit der alten, bevor die SD-Karte kaputt war. Das müsste noch okay sein, das Video. Mit dem Staubsaugerroboter. Und da habe ich mit dem dicken Staubsaugerroboter hier rumhantiert. Kein Kratzer, kein. Nix. Also super. So, egal. Das soll es jetzt gewesen sein. Ich schweife schon wieder ab. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Ich werde euch den Link unten runterpacken. Vielleicht kann ich auch noch einen Gutscheincode für euch organisieren, damit ihr Rabatt bekommt. Den werdet ihr dann auch in der Videobeschreibung finden. Aber das kann ich noch nicht versprechen. Ich werde mal nachfragen, ob sowas möglich ist. Ich bin dann jetzt auch weg. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ahoi. Sagt euer Odin.